jetzt altershalber, so wie ich das vernommen habe, hat das leider, ja, ist er verstorben letzte Woche. Den Umständen entsprechend friedlich, absolut friedlich gelaufen. Jo, jo, also, da gibt es keine Nebengeräusche, sondern das Problem ist es, weiß ich was, die falschen Schuhe, ganz, ganz banal gesagt. Oder zu wenig. Da ist alles andere als amused über das, was er bis jetzt gesehen hat. In dem zweiten Viertel. Von der Schweiz? Ja, es ist schwierig. Also, ich sage, er ist relativ klein mit 1,83. Und wenn man auf die. Aber ich denke, wenn das einmal kommt und er hat schon einen mega Sprung gemacht in dieser Saison. Der aktuelle Schweizer Meister Fribourg Olympique. Sobald es Pause ist, zeigen wir Ihnen die Highlights von der ersten Halbzeit. Nach den ersten zwei Viertel eigentlich ganz gut, wenn man noch andere Halbzeitresultate anschaut im Moment. Mit zwei auf dem Feld, das ist der Mobia Topscorer, der Boris Mballa. Und dann haben wir mit der Nummer 2, nämlich emotionslos sagt, hey, erklären wir doch die Situation oder ich finde das also, und so und so. Offiziell formell gibt es das nicht. So, damit sieht jetzt das Resultat gerade ein bisschen heftig aus, logischerweise. Ja, dort, wo er es angekriegt hat, tut es im Moment wahnsinnig weh, aber es verschwindet ja dann auch in einigermaßen nützlicher Frist wieder. Allerdings in allerletzten Sekunde ein Dreier. Mit fünf Fällen. Das ist halt Realität. Das ist wirklich Realität in Anbetracht von der Umstände, wie sie im Moment sind mit der verletzten Liste. Ein sehr befrachtetes Programm. Im März da hat man 5 Matches innerhalb von 3. Sie haben ihre Chance gekriegt. Das ist auch immer als Chance anzuschauen. Das ist jetzt leider ein Fehlpass vom Dennis. Aber seine Position ist Aufbauspieler und aufgrund des Grössenmangel. Aber heute die Mannschaft sind heute so ausgeglichen und so stark, auch mit den Schweizer Spielern, dass es so etwas praktisch gibt. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt Freiburg gesehen, daheim hier in der Sporthalle Biersfelde gegen die Starwings. Und wir sehen Freiburg nochmal am Mittwoch, 15. März, auch hier.